Warte, hinten links siehst du was? Bereit machen! Vor uns sind noch mehr! Da hinten war da nicht noch was in der Ecke? Wo denn? Da, geradeaus links. Noch ein Generator. Achso. Ist das zweite Geschütz? Wir müssen die Techniker aufhalten, bevor sie noch mehr Geschütze aufstellen. Sollen sie doch. Die Geschütze fallen. Greifen die selber an. Doch kommt hin. Da geht's weiter. Schild. Ich überbrücke das Schloss. Falls es Sie interessiert, die Konsole daneben funktioniert noch. Oh je. Das hier haben wir wiederhergestellt. Klug genug, um Hilfe anzufordern. Aber philosophische Gespräche sind vorerst nicht zu erwarten. Sie wären überrascht, Doktor. Sobald wir das mit den Teilen von der Citadel kombinieren? Diese außer Kontrolle geratene VI hat alle Soldaten auf Luna ausgelöscht. Die Kombination mit Reaper-Tech, tja, dafür sind die Fesseln. Die erweiterte Defensivintelligenz wird völlig unter unserer Kontrolle stehen. Sie waren diese VI auf Luna? Ja. Ich habe von dem Luna-Vorfall gehört. Unangenehme Sache. Es war schwierig. Bewusstsein zu entwickeln, während man angegriffen wird, war verwirrend. Es freut mich, dass meine Beziehung zu organischen Wesen kooperativer geworden ist. Die Simulationen zeigen, dass EDI auf Fregatten die höchste Verbesserung der Kampfkraft bewirkt. Auf schwereren Schiffen ist die Reaktionszeit auf EDIs Empfehlungen zu lang. EDI? Die Jungs im Labor haben sich diesen Namen für sie ausgedacht. Für S. Gute Arbeit. Ich akzeptiere Ihre Empfehlungen für die geplante Installation. Sir, Sie... Es kann sehr überzeugend sein. Ob es darum geht, ein Crewmitglied zu überzeugen, die Fesseln zu deaktivieren... Es ist eine Cyberkrieganlage, Doktor. Mehr nicht. Er hatte keine Ahnung. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand ohne Jeffs extremer emotionaler Bindung zu seinem Schiff bereit gewesen wäre, meine Beschränkungen aufzuheben. Na, ich weiß nicht. Bei der Stimme? Was ist mit den Backups? Tut mir leid, Sir. Kein Signal von den Überwachungsfeeds der Normandy seit Shepherds Fahrt. Ich will es zurück. Nochmal die Abriegelungsprotokolle. Nach unserem letzten Versuch hat EDI unseren Server mit 7 Zettabyte pornografischer Bilder zugemüllt. Und sie wollte vermutlich einen Scherz machen. Es macht keine Witze, Doktor. Bilden Sie ein Team für ein neues Projekt. Codename Eva. Und diesmal bleibt es loyal. Sie haben verschwiegen, dass Cerberus die Normandy abschalten wollte? Sie hatten dringlichere Probleme. Die Lage war unter Kontrolle. 7 Zettabyte? Der Großteil davon gehörte Jeff. Das war... Ein Scherz. Ich weiß. Und danke. Der hat die Pornobilder... Die hat die Pornobilder von dem Jeff, den da geschickt. So. Die Pornobilder, wie geil ist das denn? Da hat pornografische Bilder, ne? Ich kann es oder? Angriffsteam, sind Sie noch da? Wir halten uns mit dem Beschuss zurück, so gut wir können. Wie geil ist das denn? Admiral, wir sind tief im Inneren und die Proteaner VI dürfte der sicherste Bereich der ganzen Station sein. Halten Sie sich nicht zurück. Das hier ist nicht Elysium, Shepard. Ich brauche keine Heldin. Ich schaffe das schon. Erledigen Sie einfach Cerberus. Bitte. Verstanden, Commander. An alle Schiffe. Feuer frei. Okay, da wollte ich eigentlich noch nicht runter. Oder ich nur gucken, was da ist. Ja, geradeaus war noch irgendwas, ne? Ja. Egal. Sieht aus wie der menschliche Proto-Reaper, den wir getötet haben.
Aus ihren Überresten. Ich bin überrascht, dass Cerberus so viel aus der Basis bergen konnte. Die vielen Kolonisten, verarbeitet zu diesem Ding. Und Cerberus hängt es auf wie eine Trophäe. Der Unbekannte hat mich zur Zusammenarbeit überredet, um die Kolonien zu retten. Aber daran war er nie wirklich interessiert, stimmt's? Ich glaube schon, aber noch wichtiger war ihm, das Ding zu studieren. Die Toten sind nur noch Statistik. Irgendwie ist das sogar noch schlimmer. Cerberus setzt die überlebenden Teile aktiv ein. Der Zentralkern, er entspricht dem Herzen, ist größtenteils intakt. Ich nehme an, Cerberus benutzt ihn als Energiequelle. Okay. Das ist unheimlich. Kannst du mal speichern? Nee, kann man nicht. Weitere Cerberus-Truppen unterwegs. Wir kommen anscheinend näher. Cerberus-Phantome im Anmarsch. Ups. Hast du dem die Eier weggeschossen? Ist der echt noch? Boah, funktioniert das hässliche Viech. Es war ja übel, das Viech zu töten. Ich dachte, es wäre unangenehm, in Krankenhäusern zu kämpfen. Aber das hier ist viel schlimmer. Wenigstens versucht es diesmal nicht, uns umzubringen. Allerdings. Generator ausschalten. Das genial mit dem Geschütz und mit der Drohne, wenn die da nicht hängen bleiben würde. Mhm. Ups. Ich sag nichts mehr. Ist da hinten noch irgendwas? Ja. War noch etwas. Sah so ganz danach aus, wie so ein Secret. Was sollen wir mit dem ganzen Geld? Reaper-Kontrolle gestanden haben. Und die körperlichen Verbesserungen? Überaus beeindruckend. Wenn wir vermeiden könnten, dabei die Neuralverbindungen umzuschreiben. Grayson fehlte es an Entschlossenheit. Er empfand Loyalität nur gegenüber seiner nächsten Dosis rotem Sand. Sie möchten einen Test an loyalen Subjekten ausführen, Sir? Finden Sie Freiwillige bei den neuen Rekruten. Die körperlichen Vorteile sind zu wichtig. Okay. Die Leistungsupgrades sprengen die Skala. Unsere Truppen besiegen jeden Allianzsoldaten. Los! Ich will, dass alle Schützen Implantate haben, bevor die Reaper kommen. Trotzdem befürchte ich, dass wir die Kontrolle über sie verlieren. Einige hören bereits Stimmen. Wenn wir in der Zuflucht erfolgreich sind, hören sie nur noch unsere Stimme. Die haben die ja, das wissen wir ja schon länger, dass die die verändert haben. Ja. Indoktriniert haben. Ja, die sahen ja nicht mehr aus wie Menschen. Ja. Sie wollten meine Meinung hören. Es ist zu gefährlich. Nein,
Wir sind nah dran. Die Zuflucht war ein Erfolg. Wir können Reaper-Truppen kontrollieren. Alle unsere Anstrengungen, alle Opfer, jetzt werden sie sich auszahlen. Wir können uns nicht leisten, sie zu verlieren, Sir. Die Menschheit braucht ihren Verstand. Ich sehe die Gefahr, Jaina. Deshalb vertraue ich Ihnen das an. Mit Ihnen habe ich jemanden, der mich auf Kurs hält. Ich nehme Sie beim Wort, Sir. Okay. Fangen Sie an. Kein Betäubungsmittel. Und zur Sicherheit, Computer, Aufnahme beenden. Okay. Also sie hat irgendwas mit sich aufmachen lassen. Ja, wahrscheinlich sich auch so ein Ding eingesetzt. Wenn nicht sogar schlimmer. Wer weiß. Ich denk mal, wir sind gleich da. Das ist es. Alle wachsam bleiben. Wir müssen die Proteaner, Frau I, finden. Shepard, das ist mein Stuhl. Außer diesem Stuhl ist Ihnen auch nichts geblieben. Cerberus ist am Ende. Im Gegenteil. Wir haben alles erreicht, was ich geplant hatte. Fast alles. Ja. Wir haben gesehen, was sie in der Zuflucht erreicht haben. Die Kontrolle über einen Reaper ist was anderes. Eine bedeutende Hürde. Aber dank der Proteaner VI kann ich meinen Plan nun in die Tat umsetzen. Der Katalysator. Ja. Was ist der Katalysator und wie wollen Sie damit die Reaper kontrollieren? Fragen Sie die VI doch selbst. Ich helfe Ihnen nicht mehr. Seit wann planen Sie das? Sie glauben, weil ich die Taktik des Feindes benutze, bin ich automatisch nicht gegen ihn? Alles, Shepard. Alles, was ich getan habe, sollte die Menschheit über die anderen Spezies unserer Galaxie erheben. Und über die Reaper. Ja. Wenn Sie wirklich alles tun wollen, dann übergeben Sie den Katalysator. Mit dem Tiegel können wir das hier beenden. So einfach ist das nicht. Oh doch. Wir bekämpfen uns gegenseitig. Während die Reaper die Erde erobert haben. Das muss aufhören. Ihr Idealismus ist bewundernswert, Shepard. Aber letztlich sind unsere Ziele einfach zu verschieden. Ich glaube immer noch, dass die Vernichtung der Reaper der größte Fehler von allen wäre. Und nichts, was Sie sagen, wird mich je vom Gegenteil überzeugen. Ja, er wird sich nie ändern. Cerberus ist vernichtet. Und Sie glauben noch immer an Ihren Erfolg. Kein Wunder, dass Sie das sagen. Sie haben nie an uns geglaubt. Cerberus ist mehr als ein Gebäude oder die Leute darin. Cerberus ist eine Idee. Ideen zerstört man nicht so einfach. Außerdem habe ich bereits, wonach Sie noch suchen. Edi? Ich bin gleich soweit. Edi. Es überrascht mich, dass Sie so darauf aus sind, die Reaper zu vernichten. Hören Sie nicht auf ihn. Sie hätten Ivas Körper zerstören können. Aber jetzt kontrollieren Sie ihn. Es war notwendig. Ja, ganz genau. Ich hab's. Online. Sicherheitsgefährdung entdeckt. Viel Spaß bei Ihrem Gespräch. Aber übertreiben Sie es nicht. Wollen Sie mich etwa von den indoktrinierten Mächten befreien? Ja, ich muss nur wissen, was der Katalysator ist. Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert. Ich füge mich. Der Katalysator verstärkt Übertragungen dunkler Energie und koordiniert das Massenportalnetzwerk. In Ihrem Zyklus nennt man ihn Citadel. Was? Der Katalysator ist die Citadel. Okay.
Okay. Dann können Teagle und Citadel gemeinsam die Reaper aufhalten? Das ist korrekt. Aber die Reaper haben die Citadel gebaut. Die Pläne für den Teagle hat uns der vorherige Zyklus hinterlassen. Und vor dem waren zahllose andere Zyklen. Irgendwann, schwer zu sagen wann genau, wurden die Teagle-Pläne für den Einsatz des Katalysators angepasst. Wahrscheinlich war der Teagle nicht mächtig genug, um die Reaper zu besiegen. Wir setzen ihre eigene Technologie gegen sie ein. So ist es. Warum so geheimnisvoll? Warum haben sie das nicht früher gesagt? Es wurde befürchtet, die Reaper würden den Katalysator zurückerobern, wenn sie um seinen Zweck wüssten. Ich bin programmiert, diese Information zurückzuhalten, bis der Teagle fertig ist. Er ist voll einsatzbereit. Bringen wir ihn zur Citadel. Das ist vielleicht nicht mehr möglich. Warum nicht? Dieser Unbekannte, der meine Sicherheitsprotokolle deaktiviert hat, ist zur Citadel geflohen und hat die Reaper über unsere Pläne informiert. Verdammt! Dann ist die Citadel in Gefahr. Die Reaper werden sie übernehmen. Es ist soweit. Die Citadel wurde in ein Gebiet unter Reaper-Kontrolle verlegt. Verlegt? Wohin? In das System, das sie Sol nennen. Die Erde. Korrekt. Die Reaper sammeln jetzt ihre Kräfte am Katalysator und schützen ihn um jeden Preis. Die Chancen auf Zugriff sind minimal. Wir schaffen das. Schreiben Sie uns noch nicht ab. Wir werden es zu Ende bringen. Wir bringen den Teagle zur Erde. Hoffentlich haben Sie Erfolg. Edi, ich brauche Hackett. Ja. Nicht so schnell. Sie... Sie sollten doch nicht zu lange bleiben.